Ich habe eine Frage zu naturwissenschaftlicher Beweise. Sie haben beide gesagt, und ich glaube, dass Ihnen die meisten hier zustimmen, dass es gerechtfertigt ist, an etwas zu glauben, wenn es Beweise dafür gibt oder wenn es auf logischen Argumenten beruht. Aber es scheint so, als ob auch das etwas ist, was eine Art von Beweis erfordert. Wenn das so ist, dann wüsste ich gerne, was für Sie einen derartigen Beweis darstellen würde. Und wenn nicht, wie rechtfertigen wir dann die Wahl dieser Heuristik, ohne uns auf denselben Standard zu berufen, den wir rechtfertigen wollen? Also, wie rechtfertigen Sie die wissenschaftliche Methode? Also, wie rechtfertigen wir sozusagen das Vertrauen darin, dass uns die Wissenschaft die Wahrheit liefert? Meinen Sie das? Es funktioniert. Es funktioniert. Flugzeuge fliegen, Autos fahren, Computer rechnen. Wenn man als Grundlage der Medizin Wissenschaft nimmt, heilt man Menschen. Wenn man Flugzeuge auf wissenschaftlicher Grundlage entwickelt, dann fliegen sie. Wenn man Raketen auf wissenschaftlicher Grundlage entwickelt, erreichen sie den Mond. Es funktioniert. Zicken.